Einen wunderschönen guten Tag. Ich habe Post und bin auf dem Weg zu dem Postkasten. War der nicht hier? Ich war gestern noch mit Play with Buddha nach meiner Aufnahme in einer Kommunikation gewesen, wo er mir geholfen hat, neue Rüstung zu bekommen. Die kann ich auch hier mal präsentieren. Das ist natürlich noch nicht hier so das überkrasse Dimensionale, aber halt schon mal wesentlich besser als das, was ich vorher hatte. Da kann man nicht meckern. Jo. So, jetzt bin ich auf der Suche von diesem Briefkasten und ich habe keine Orientierung. Da. Hier ist einmal. Zack. Und dann hatte ich. Ja, ich mache hier einfach mal von unten nach oben. Ich weiß nicht, wie ihr Leute diese Maschine nutzen könnt, um zu kommunizieren. Man braucht winzig kleine Finger, um die Tasten zu drücken. Ihr habt euch auf dem Schlachtfeld wirklich bewiesen. Ich habe dort Schwestern und Brüder verloren. Doch es hätten auch weit mehr sein können. So gut hat sich mein Volk schon lange nicht mehr gefühlt. Und ihr habt uns gezeigt, dass wir uns auf eure Stärke im Kampf verlassen können. Außerdem scheint Mandalore euch zu respektieren. Der Fett-Clan steht also hinter euch. Hey, mein Bauch fett auch, ey. Dieses ganze Getippe macht mich ganz nervös. Also sage ich einfach. Boah, danke. Ihr seid ein wahrer Krieger. Ja. Thank you von Scorpion. Als wir uns mit dieser Partnerschaft begonnen haben, war ich darauf bedacht, meine Erwartungen nicht zu hoch anzusetzen. Ich wurde schon oft von der Unbeständigkeit organischer Wesen enttäuscht, doch sie zeigen anhaltend, dass ein Bündnis mit ihnen seine Vorteile hat. Die Eroberung von Gemini Prime ist für uns beide ein Sieg. Sie haben meine Prognosen übertroffen. Ich gebe zu, dass ich sie unterschätzt habe. Trotz der beeindruckenden Leistungen, die ich selbst gesehen habe, werde ich meine Erwartungen in Zukunft steigern. Ich gehe davon aus, dass ich selbst auch bewiesen habe, dass ein Bündnis mit mir ebenso wertvoll ist. Ich freue mich schon darauf, noch mehr mit Ihnen zu erreichen. Ich traue der nicht. Ich traue der absolut nicht. Von Torian Cadera, den ich ja als Gefährten unterwegs mit hatte. Nö, wut. Ich denke mal, das heißt sowas wie guten Tag oder grüß dich. Ich wollte mich bei euch bedanken, dass ich bei euch bleiben darf. Ich werde Mandalore und euch Ehre bringen. Die Dinge sind hier anders. Nicht wie ich es erwartet hatte. Ich bin kaum angekommen und habe schon Unterstützer. In Mandoa nennen wir das eine. Oh, Alter. Kyatomade. Eine zugeneigte Gruppe. Leute, die einen zum Sieg anfeuern. In den Clans hatte ich das nie. Nicht so wie. Komo? Und eure Leute finden meine Haare toll. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall braucht ihr einen Bruder im Kampf. Ich stehe euch zur Seite. Erteilen wir einen ewigen Imperium, erteilen wir dem ewigen Imperium eine Lektion. Ja, na klar. Seht euch das an. Die Leute auf Zakuul stellen bereits Fragen. Terron. Erinnerung an alle Bewohner von Zakuul. Das Verbreiten von Gerüchten über den Imperator ist Verrat und wird entsprechend bestraft. Imperator Arkan hat weiterhin die Macht und kämpft auf anderen Welten, um unser großes Imperium zu beschützen. Er kämpft für alle Einwohner von Zakuul. Alles, was dem
Was dem widerspricht, ist Propaganda der Allianz und soll nur Zweifel sehen. Der niederträchtige Fremdling will den Namen unseres Imperators beschmutzen und ins Chaos stürzen. Es ist unsere Pflicht, diesen schändlichen Gerüchten Einhalt zu gebieten. Vernichtet diese Lügen und zeigt der Allianz, dass sie keine Macht über uns hat. Kann ich hier, das da würde ich gerne verschieben, Alter. Ich krieche hier von links nach rechts. Das ist ein bisschen unschön. So, Gemini Prime. Commander, ich muss euch leider mitteilen, dass unsere Versuche, Gemini Prime zu reaktivieren, oh nein, keinen Erfolg hatten. Oh. Wir haben verschiedene Taktiken probiert. Elektromagnetische Impulse, Hacken, die Holzhammer-Methode, alles. Bei allen anderen Droiden hat bisweilen mindestens eine Taktik angeschlagen, aber beim Prime-Droiden konnten wir noch nicht einmal einen Funken Leben auslösen. Meine Scans zeigen an, dass sie immer noch funktionsfähig ist, nur inaktiv. Ich habe zwar noch ein, zwei Tricks auf Lager, aber allzu optimistisch würde ich nicht werden. Was auch immer ihr System abgeschaltet hat, muss eine absolute Macht über sie haben. Es scheint, dass wir nur abwarten und hoffen können. Money! Ja. Ich habe ja so ein bisschen Verdacht, dass das Scorpio dahinter steckt und sie die Macht über sie ergriffen hat und sie deaktiviert. Scheiße, jetzt bin ich hier drinnen. Wie komme ich jetzt wieder raus? Da lang. Ah, der Orientierungssinn, der Orientierungssinn. Der ist nicht wohlgesonnen mit mir. So, wo muss ich denn hin? Hier da ans Eck. Ich hatte gehofft, dass wir die Zeit und den Ort für den Kampf gegen Arkan selbst bestimmen können, aber ihr seid bereit. Ich bin nicht mehr diejenige, gegen die Arkan im Asyl kämpfte. Ja, ihn erwartet eine Überraschung. Die Gravestone ist abflugbereit. Bringen wir es zu Ende. Da mag wohl jemand keine Überraschungen. Nee. Beginne den Angriff. Hör auf, dich zu bemitleiden. Wir holen dir deinen Thron zurück und bringen Scorpio Manieren bei. Die Maschine lenkt uns nur ab. Ich kümmere mich darum, sobald der Fremdling tot ist. So dringend willst du Vater sehen? Glaubst du, dass Mutter auch kommt? Da bin ich mir sicher. Mann, dann ist es eine richtige Familienversammlung, wa? Nun gut. Na komm schon, ich will derbe die Leertaste drücken. Ich will die so richtig hart benutzen. Komm, jetzt zeig's mir schon an. Lass mich die Leertaste. Oh. Ah. Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Es ist mir ins Wort gefallen, die blöde Kuh. An die Kampfstation!
Mission. Und das sage ich nicht zweimal. Also gut, ich habe meinen Teil erledigt. Näher kann ich die Gravestone nicht bringen. Nehmt die Fähre, um auf Arkans Schiff zu gelangen. Ich setze mich an die Omnikanone und räume euch einen Weg frei. Mir fällt niemand Besseres für diesen Job ein. Zielen und schießen. Was soll da schon schiefgehen? Grüßt Arkan von mir. Hoppala, falsche Taste. Boah. Na Mensch. Es ist möglich, dass Arkan einen Notfallplan hat, um Odessen zu zerstören. Der einzige Weg, die Sicherheit des Planeten zu garantieren, ist die völlige Vernichtung seines Schiffs. Ich hatte nie vor, das Schiff unversehrt zu lassen. Normalerweise bin ich gegen sinnlose Zerstörung. Aber dieses Mal habt ihr recht. Während wir uns zur Brücke begeben, sabotieren zwei Stoßtrupps die Kanonen und Schilde des Flaggschiffs. Die Omnikanone übernimmt dann den Rest. Ich komme mit euch. Ich muss meinen Kindern gegenübertreten. War ja klar. Das ist keine Bitte. Dann liegt es an Torian und Vett. Wer soll die Kanonen sabotieren? Vett, deine Piratenerfahrung kann sich jetzt endlich bezahlt machen. Auf großen Schiffen ist es einfach herumzuschleichen. Sie werden mich erst bemerken, wenn es zu spät ist. Torian, dann kümmert ihr euch um die Schilde. Oriate. Wird erledigt. Räume einen Weg zum Hangar frei. Ich sollte es schaffen, ein Loch in die Schilde zu schießen, damit ihr landen könnt. Sollte? Hey, nichts ist hundertprozentig sicher. Das war knapp. So. Jetzt sollte es besser werden. Ja. Dann nehmen wir dann jemand in Mitte. Guck mal, und ich habe hier meine Buffs wieder, ich habe das Sprinten wieder, ich habe meinen Raketenschub wieder bekommen. Also jede Menge neu und meinen Heldenmoment habe ich mir auch wieder geholt. Auf der Tastatur mit P. Ich sag ja, man muss sich halt reinfuchsen. Ich meine, klar, es sind jetzt mittlerweile schon jede Menge Folgen vergangen, aber das ist an sich ein Tag gewesen. Ach, ist aber nett, dass er herkommt. Ach, die machen gleich automatisch mit. Ja, na so. Die kommen angeflogen. Ah. Schön, schön. Schön, schön. Kommst du zu mir, ja? Suchst du mich? Kannst gerne eins ins Gesicht bekommen.
Los, wir geben Deckung. Los, bevor Verstärkung eintrifft. Und Feuer. Ich liebe dieses Ding. Nein, 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 tu mir das nicht an. Schon müde, alter Mann? Ich bin nicht alt. Irgendwas stimmt mit der Omnikanone nicht. Sie feuert nicht. Oh oh. Ich kann von hier aus nicht erkennen, was los ist. Ihr hattet eine einzige Aufgabe. Hört auf, euch zu beschweren und helft mir. Übernimm mal, Kurzer. Sieht aus, als käme ich gerade rechtzeitig. Soll ich etwa tatenlos zusehen, wie Arkan gewinnt? Keine Sorge, das alte Mädchen ist in meinen Händen sicher. Niemand ist sicher. Das war mir so cool. Gravestone am allerwenigsten. Ich hab es langsam satt, dass du dich andauernd in Dinge einmischst, die dich nichts angehen. Sie sagen das so, als wäre ihre Meinung von Belang. Sie sind schwach, minderwertig, unbedeutend. Kannst du bitte mal still sein? Ich versuche, mich zu konzentrieren. Sie können mich nicht aufhalten. Und bleib aus. Fremdling. Es ist so... Ach, schön, euch zu sehen. Mir gefällt, was ihr mit dem Hangar angestellt habt. Valen, es gibt keinen Grund für Blutvergießen. Sagt mir, wo Arkan ist. Es würde meinem Bruder nicht gefallen, wenn wir kämpfen. Er ist in letzter Zeit ganz deprimiert. Vielleicht könnt ihr ihn ja zum Lächeln bringen. Ihr findet ihn auf der Brücke. Ihr werdet euch mir nicht in den Weg stellen? Natürlich nicht. Ihr seid mir egal. Ich bin wegen Mutter hier. Geht. Ich beschäftige sie, damit sie unseren Plänen nicht in die Quere kommen kann. Wir treffen uns später. Und wenn ich Arkan vor euch erreiche? Haltet ihn auf. Tut es für ihn und für mich. Geduld ist keine Tugend. Wir machen es auf deine Art, Waylin. Das dachte ich mir. Husch, husch, Fremdling. Geht. Ihr müsst das nicht alleine tun. Das ist mein Kampf. Euer Kampf ist gegen Arkan. Judy, und wie es weitergeht, das wirst du dann in der nächsten Folge erfahren. Ich freue mich oder würde mich freuen, wenn du auch dabei bist. Ciao, ciao!